Moin, moin, Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Forts im Ranked. So, heute spielen wir mal eine Runde Feuervogel. Und schauen mal, wie wir damit klarkommen. Halt nicht nur immer Spook spielen. Erstmal bauen wir unsere Base ein bisschen vernünftig auf. Expandieren. Ich denke mal, wir spielen heute wieder standardmäßig mit Munitionsfabrik. Das heißt, wir werden Cannon gehen. Zum Beispiel. Dafür placen wir jetzt erstmal unsere T1. Und jetzt geben wir ein bisschen Nerven. So. Gucken, was wir für Schaden anrichten. Naja, nicht viel. So. Immer schön draufhalten. Immer Feuerwerk. Oh, da haben wir wahrscheinlich eine Windturbine rausgenommen. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. So, jetzt bauen wir erstmal unsere eigenen Windturbinen noch auf. So, und Windturbine 1. Ja, wieder einmal verbaut. So, jetzt bauen wir unsere Sandsäcke rein, dass die Windturbine erstmal geschützt ist, weil wir wollen ja unsere nicht verlieren. Und dann halten wir einfach nochmal drauf. Immer schön munter drauf halten, immer nerven, dass er Ressourcen verbrauchen muss. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Spot für unsere T2 schon vorbereiten. So, und eine zweite Turbine. Eine Turbine reicht im Normalfall erstmal aus im Early Game. Aber eine zweite ist natürlich auch immer angenehm. Wir gucken, dass wir jetzt erstmal Full Eco gehen. So, und immer schön draufhalten, nicht vergessen. So, natürlich das richtige Holz auswählen. So, jetzt haben wir auf alle Fälle genug Platz für unsere T2. Bis jetzt schießt er auch nicht zurück. Das heißt, er hat es wahrscheinlich verkauft. Hat auch keinen Sniper geplaced. Das heißt, er wird sich voll konzentrieren auf die T2. Aber wir können jetzt den trotzdem immer weiter nerven. So, gleich haben wir genug Ressourcen zusammen, dass wir unsere T2 placen können. Und dann werden wir entweder eine 20mm oder eine Cannon bauen. Also mal schauen. Ich denke mal eher, dass wir eine Cannon hinsetzen. So, seine Spots hat er auch schon mal teilweise vorbereitet oder ist jetzt gerade dabei, noch nach unten zu expandieren. So. Bauen wir noch mal eine Windturbine und noch eine Mine. Falsches Holz. So, jetzt haben wir es. So, jetzt bereiten wir mal die Spots vor, dass wir dann unsere Cannon gleich reinsetzen können. Natürlich schieben wir mal quer, und vorne geht es nicht. Okay, da ist es zu weit wahrscheinlich entfernt. So. Okay, er hat schon mal zwei Spots jetzt vorbereitet. Schöne kleine Türen. Mal sehen, ob wir das auch hinkriegen. Also halbwegs. So halbwegs kriegen wir es hin. So, Cannon ist noch nicht freigeschaltet, müsste gleich passieren. Ziehen wir das nochmal raus. Können wir vielleicht nochmal eine kleinere Waffe reinsetzen. Sniper und Gunner. Mal schauen. So, placen wir erstmal die Cannon. Zack. Dann nerven wir ihn gleich mal mit ein bisschen genau, EMP-Werfer. Na, wieso kriegen wir das denn ja nicht hin? Ah, jetzt. Nehmen wir einfach das Raster mal raus. Ja, mit den Türen brauche ich noch ein bisschen Übung. Das sitzt noch nicht so richtig so, wie ich das eigentlich gerne haben möchte. Jetzt bauen wir auch mal unsere Türen. So, und Schuss. Ah, jetzt hat er da einen Sniper geplaced.
werden wir auch gleich mal drauf antworten. Und wir schießen einfach noch mal weiter mit der EMP. Das war nicht so schön. Da ist nicht der EMP-Raketenwerfer kaputt gegangen, sondern die EMP direkt explodiert. Ja, unangenehm. Aber damit muss man leider rechnen. So, nehmen wir noch eine Batterie. Bauen schon mal den nächsten Spot. Man könnte durchaus inzwischen schon eine zweite Canon haben. Oder 22 mm. So, wir lunzen mal. Oh, da kam ein Canon-Shot. Aber keinen großen Schaden angerichtet, Gott sei Dank. Machen wir Vordergrundholz, dass es nicht durchschlägt. Das habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich etwas unschön. So, jetzt schießen wir mal zurück. Ah, da haben wir etwas Damage angerichtet. Das sollte ganz gut gewesen sein. So, jetzt haben wir auf alle Fälle zwei schwere Waffen von ihm deaktiviert erstmal. Bauen wir erstmal ein Energieschild. Nicht, dass wir dasselbe Problem haben. Oh, oh. Da ist die Tür weg. Bisschen frische Luft schnappen. Und da ist DMP ganz weg. Nicht genug Energie. Noch nicht. Gleich. Und Schuss. Zack. Scheint aber nur Hohlraum gewesen zu sein. Da haben wir erstmal nichts getroffen. Fähigkeit könnten wir grundsätzlich auch schon aktivieren. Oh, oh, das tut weh. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass hier nicht noch mehr abgerissen ist. Jetzt haben wir natürlich einen etwas bescheideneren Winkel, gerade für die untere Cannon. Türen, jede Menge Türen. So, zweite Cannon ist auch gleich fertig. Jetzt ziehen wir noch Schilder ein. Ja, vorhin haben wir vergessen, die Windturbine noch zu bauen. Jetzt werden wir das gleich nachholen. Zack. So, erstmal runtergezogen das Ganze. Bisschen Holz gebaut. Da haben wir etwas mehr Puffer. Jawohl, auch wieder getroffen. Gamma. So. Windturbinen sind erstmal soweit gesaved. Vordergrundholz weg. Noch eine Turbine. So, jetzt haben wir schon mal die doppelte Feuerkraft. Ah, jetzt ist natürlich der Winkel etwas bescheiden. Nur in die Ecke getroffen. Ah, etwas höher eben das nächste Mal. Und ganz vorbei. Das war richtig gut. Das sind einfach mal sinnlos 3000 Energie gewesen. Hat schon ein wenig Damage genommen. So. Ah, okay, jetzt haben wir wieder unseren Sniper verloren. Wir haben den Sniper sozusagen getauscht. Und aktivieren die Fähigkeit. Schießen mal rein. Jetzt mit der zweiten Cannon noch hinterher. Oh, der war bitter. Da hat er beide schweren Waffen verloren. Ah, gut für uns, schlecht für ihn. Sehr, sehr schön. Das wirft ihn jetzt erstmal wieder zurück. Und so nah wie die schwere Waffe am Kern gewesen ist, hat die 100 Probe der Explosion auch Schaden angerichtet. So, ziehen wir hier noch mal ein bisschen raus.
Nee, schieß nochmal. Ja, ist sehr gut. Dann können wir gleich noch hinterher schießen. Tschüss. Zack. So, jetzt hier raus. So, EP wieder placen. Und wieder zu nerven. Zack. Die Turbine. Brauchen halt echt viel Energie. So, mal gucken. Jetzt gehen wir wieder schön auf den Keks. Oh, das hat schön Damage angerichtet. Das klang gut. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mit Energie. Gut, dass wir erstmal 5 Turbinen haben. So ein Schuss mit einer Cannon ist schon teuer. So, gucken wir mal, wo es einschlägt. Okay, eine schwere Waffe scheint er zu haben. Die zweite hat er scheinbar noch nicht nachgeplaced. So, bauen wir eine Werkstatt. Na komm. Ach, ein bisschen mehr Energie. Ja. Wieder deaktiviert. Das tat wieder richtig weh. Da hat er scheinbar seinen Schutz oben noch nicht nachgebessert. Da haben wir wieder einiges rausgenommen. So. Da haben wir Fähigkeiten wieder aktiviert. Jetzt versuchen wir wieder ein bisschen Breitendamage zu machen. Was natürlich einfach besser geht mit einer 20 mm. Oh, das war ein Schild. So, schön mit dem Sniper drauf schießen. Das Feuer breitet sich aus. Sehr gut. Noch ein bisschen mehr Vordergrundholz. Da können wir noch ein paar Gunner rein theoretisch reinsetzen. So, zack. Tür Nummer 1. Oh, das Feuer breitet sich aus. Er löscht es nicht, warum auch immer. So, jetzt haben wir seine zweite Box erstmal zerstört. So, Wasser. Einmal frei. Und weiter nerven mit Raketen. Ah, da haben wir nichts connected. Kommt vor. So, immer drauf. So, wieder seine Box zerstört. Zumindest echt auf den Keks gehen. Ah, sein Kern ist zumindest deaktiviert. Wasser ist schon mal fertig und auch seine Waffe deaktiviert. Sehr gut. Und Schuss. Jawohl. Schön reingelunzt. Und gleich kann die Wasser feuern. Ah, da hat zu viel Metall. Zu viel Metall. Da müssen wir noch mal vernünftig drauf mit der Cannon. Ja. Sehr gut. Und immer weiter deaktivieren. So. Fähigkeit aktiviert. Jetzt verteilen wir noch ein bisschen Feuer. Das kostet ihnen auch erstmal richtig schöne Ressourcen, das alles zu löschen. Normalerweise nimmt man eigentlich jetzt einen Gunner, aber wir haben jetzt gerade keinen Gunner parat. So, jetzt können wir beide Cannon einmal. Einmal frei durchgesniped. Das ist natürlich unglücklich für ihn. GG. Sehr schön. Ich hoffe, das Spiel hat euch soweit gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Rank. Bis demnächst.